Unternehmensnachfolge in Südbrandenburg. Mehrere tausend Unternehmen können in den nächsten Jahren übernommen werden. Herr Persch, Sie haben es gewagt. Warum sollte man es tun? Ich denke, es lohnt sich, weil die Region die Firmen braucht und auch die Verantwortung für die Unternehmer in der Region enorm wichtig ist für alle Leute, die hier sind, für die Vereine, die hier sind. Ist es wichtig, dass junge Leute, oder muss ja nicht mal junge Leute sein, aber dass Nachfolger für die Firmen vor Ort aktiv werden und auch diese Verantwortung nehmen. Und wichtig ist auch, die haben die gestalterische Möglichkeit, auch wirklich hier was zu bewegen, ja, was man vielleicht bei weniger risikoreichen Arbeitsplatz irgendwo im Konzern oder in größerem Unternehmen so nicht hat. Und das macht es für mich zumindest spannend, wirklich aktiv zu gestalten und mit Leuten, mit jungen Leuten auch zu arbeiten an der Stelle. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Was sollte so die Grundlage des Handelns sein? Eigenschaften, die man mitbringen sollte, auf jeden Fall Konsequenz, gute Menschenkenntnis, man muss offen sein, man muss aber auch Führungsqualitäten mit sich bringen, die sowohl auf der einen Seite auch mal Härte zeigen, aber auf der anderen Seite auch mal den Mitarbeitern das Gefühl geben, hier bist du gut aufgehoben. Ja. Also es ist eine Mischung aus Soft Skills, aber auch fachlicher Führungsstärke. Und warum sind Unternehmensnachfolger gerade in der Lausitz gut aufgehoben? In der Lausitz deswegen, weil die Lausitz eine starke Region ist und die Lausitz auch die starken Leute hier braucht. Also es wäre schade, wenn die guten Leute alle in andere Regionen gehen oder in den Westen rübergehen. Dafür hat die Lausitz hier viel Schönes auch zu bieten. Ja. Sei es von der Natur her oder von der kulturellen Region, aber auch die ganzen Sportvereine. Es wäre schade, wenn die Führungsköpfe oder die Unternehmer an der Stelle gehen und damit Stück für Stück auch der ein oder andere Bürger dann auch mitgehen würde. Das wäre schade. Vielen Dank und Ihnen viel Erfolg.